Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Last Cross Together USA Phoenix Charakter Folge 8 müssen wir gerade sein. Wir sind in der Pyra drinne und speeden ein bisschen. Wir speeden glaube ich nicht mal 5 oder so, ist nur mal 2. Und kannst du dich noch ein bisschen dran erinnern, was wir da gemacht haben? Hallo, mein Name ist Bastian. Ich wünsche euch viel Spaß in dem heutigen Part. Der Part wird euch präsentiert von Bastian in Not. Viel Spaß. Bastian in Not. So, alle Leute greifen jetzt sofort zum Handy, rufen die 112 an und wollen sofort für Bastian spenden, okay? Für BH. Genau, erzähl mal, was haben wir dann gemacht? Ich weiß Moment, ich guck mir mal kurz die Clips an. Also auf jeden Fall war ich Level 56 am Anfang. Du ungefähr ein Level unter mir, glaube ich. 100% die ganze Zeit. Dann haben wir zum Schluss... Also wir wollten ja bis Level 60 in der Pyra leveln. Nur da... ich habe ja einen plus 21er Raffi drauf gehabt. Deshalb hatten wir ja auch den 50er Arena-Kampf übersprungen. Denn das wäre unfair gewesen. Und ja, wir haben dann einfach ein bisschen Mobs gekloppt. Ich glaube, wir sind auch öfter verreckt. War ganz lustig eigentlich. Wir haben öfter gelacht in dem Part, das weiß ich noch. Basti hat sich mal aufgeregt, ich habe mich mal aufgeregt. Alles seinen Sinn und Zweck hatte dieser Part. Und ja. Aha, Basti, wie geht's dir so? Weiß nicht, die Hunde bin ganz schön okay. Wir müssen mal dazu erzählen, wir haben vorhin Part 16 aufgenommen. Eben haben wir Part 4 nachsynchronisiert. Basti hat nämlich mal Part 3 hochgeladen. Und jetzt müssen wir noch Part 8 nachsynchronisieren, damit alles seinen Sinn und Zweck ergibt. Ab Folge 10 wird es richtig permanent Splitscreen geben. Permanent Splitscreen kann ich auch sagen. Dann viel Spaß, synchronisier mal weiter nach. Erzähl du mal was. Ich esse nebenbei meinen Schoko-Ostern, den ich mir eben aufgemacht habe, in Part 4. Wie es anhört. Ja, Part 4 und Part 8 isst er den immer noch nicht. Naja, ich esse jetzt hier so ein Stück. Jetzt musst du erzählen. Warte mal kurz. Nee, red mal du. Ich hab keine Lust. Alles klar. Wir werden ab 60 nämlich im Gewölbe sein. Und da man da nicht in der Gruppe sein kann, machen wir das per... Basti sagt das Wort. Was wollen wir sehen? Nein, Splitscreen. Ja, Splitscreen. Naja, sag mal, was ist mit dir los? Wie das kommt. Naja, okay. Basti und ich stehen schon wieder seit 28 Stunden am Stück, ne, Basti? Oh Gott, ich habe auch keine anderen Freunde mehr. Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall. Werden wir ab Folge 9, was machen wir in Folge 9? Ja, Folge 9, Paul. Ich weiß es nicht. Das ist die Wochen her. Okay, ich weiß es wieder. Da haben wir die Swings für die 60er-Quest gedroppt, ne? Welchen Part reden wir gerade? Wir reden über Part 8. Das ist Wochen her, das war vorgestern. Oh. Leute, also, ich habe mal wieder eine Frage für euch vorbereitet. Ich esse wieder ein Stück. Und zwar, was? Ich esse wieder ein Stück. Ja, schön, also, was ist denn euer Lieblingsmob? Also jetzt wer am meisten XP bringt, einfach so vom Design. Ja. Weil es gibt ja manche, die sehen ziemlich cool aus und so. Also ich finde zum Beispiel den 30er Juno-Mob, die Bloras, finde ich voll geil. Finde ich, dass der cool aussieht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen Mob ihr noch cool findet. Paul, welches ist deiner, den du cool findest? Meiner ist auf jeden Fall Bael, weil er so viel EP und F... Nein, mein Scherz natürlich. Meiner ist Sasquatch, der sieht so schön aus, weil er einfach so schön geformt ist. Er hat so schöne Rundungen. Meiner ist natürlich nicht ein Sasquatch. Mein Lieblingsmob, finde ich persönlich, sind... Ich hätte jetzt fast Swingsen gesagt, meine ich überhaupt nicht. Wie heißen die Dinger denn? Trians. Trians, ja genau. Verwechselt man so sehr Swingsen und Trians. Immer wenn Basti von Trians redet, denke ich, warum redet er nicht gleich von Swingsen? Moment, lass mich mal kurz überlegen. Ja, irgendwelche Moraska-Mobs, schätze ich mal. Ne? Richtig. Genau. Gut. Irgendwelche Moraska-Mobs. Das 120er Boss-Mob. Strayana.
Der Bossmob da. Wie heißt er? Der Bossmob da. Welcher? Ja, der. Der 120er Drache? Wie heißen die denn? Ja, der eine weiß davon. Ich meine natürlich den linken, auch wenn beide gleich aussehen. Egal, auf jeden Fall finde ich den sehr schön, weil er so groß ist, man nie richtig sehen kann. Das heißt, ich habe ihn noch nie richtig gesehen und deshalb finde ich ihn so schön. Ey, ganz ehrlich, also irgendwie müssen es gerade, ich muss mich auch mal für mich entschuldigen, ich bin gerade ein bisschen brain off. Der hat gerade eine schlechte Note in der Schule gekriegt, so eine 6 minus. Du musst weitererzählen, ich esse. 6. Ja, ich schreibe. Leute, müsst euch kurz gedulden, ich muss aufwissen, was ihr schreibt. Spaß. Und werden am Ende des Parts wieder ein bisschen Musik reinklatschen, denn wir wissen nicht, wie lange der Part sein wird. Weil, und so, ne? Das heißt, wir synchronisieren so ungefähr 8 Minuten nach, schätze ich mal, oder? Und dann hauen wir nochmal schöne Mucke hier rein, dass ihr aber wirklich tanzen könnt dabei. Basti haut mal wieder Bob Schlesser rein, ne? Ich kann ja... Bob Schlesser. Ja, ich kann nicht aussprechen, wenn der Mund voll Schokolade ist. Bob Schlesser, Junge. Slasher One, meinte die Tanker-Town, hat auch keiner geschrieben, dass er den kaufen will. Erzähl noch mal, dass du dich verkaufen willst. Ja, ich verkaufe mir die Tank-Account, Deutsch. Die Server sind alle zusammen zu einem, Level 31 plus 9 Spitzen. Nein, du willst doch deinen... Plus 7 komplette Rüstung. Achso, nee, den will ich nicht verkaufen. Also Basti, alle Basti adden 100er PSC. Jemand, der mit mir... Ich suche einen neuen Kameraden, der mit mir Let's Plays machen will. Basti hat keinen Bock mehr. 100er PSC kostet es für ihn, ne? Mann, Paul, wenn du das so anziehst, dann glaube ich nicht. Ja, wenn Spaß natürlich, Leute, ne? Ich glaube, wir hören gleich mit Nachsynchronisieren auf. Eine Minute können wir noch rausziehen, dann 8 Minuten rum. Worüber können wir mal was erzählen? Im Part habe ich immer noch eine plus 28 Raffe. Ich bin Thaddeus, ja, Thaddeus, und das Thaddeus. Parlament hat geschlossen, Basti, ne? Erzähl's, komm, und dann beenden wir den Part, okay? Jetzt kommt's. Okay, warte, jetzt bin ich bereit. Also, ich hab mir noch... Ich habe mir für die heutige... Folge das Thema ACTA herausgesucht. ACTA ist das... Zensieren von Sachen im Internet. Erstmal meine persönliche Meinung dazu, was ich davon halte. Nix. Und ich muss jetzt... Also, warte mal. Ich muss mal kurz Wikipedia aufmachen. Das ist ein Insider, nicht wund. So, warte, ganz kurz. Ich muss mal kurz live. Das ist Live-Commentary. Ich kann gleich mal LC gern einblenden. So, das Anti-Grundfestig-Trade-Agement, kurz ACTA, ist ein geplantes multijahres Handelsabkommen mit völlig rechtlicher Ebene. Die Teilnehmer-Nation bzw. Staatenbünde wollen mit ACTA internationale Standards im... Das EU-Parlament hat beschlossen, das tschüss. War's. Tschüss. Matrix Baby. Kicks. Big Records 809. Yeah. Woo. Und ich schau jetzt zurück, viel zu oft war ich traurig. Schau auf dein Glück, wie du in deinem Haus sitzt. Du hast alles, Job und die Kids. Was ich hab, das ist nichts und die Hoffnung erlischt. Ich hab Träume wie du, aber nur wenn ich schlaf, steh ich auf, sind die Träume wie Leute im Grab. Junge, wo ist der Sinn? Ich suche ihn blind, aber bleibe dabei, immer so wie ich bin. Es ist finster, jeder weiß, wer ich bin. Mach das Licht an, ich gleite im eisigen Wind. Es ist so krass, hätte so gern einen Deal. Und die Sterne, sie schimmern am so fernen Ziel. Dieser Weg ist noch lang, doch bis dahin erlebe ich im Nebel den täglichen Kampf, dieses Leben ist krank. Aber kämpfst du für etwas, dann schaffst du es, steh deinem Mann. Jeder Tag ist ein Test, heb deine Faust, schau jetzt nach vorn und dann leb deinen Traum. Schau nicht zurück, kämpf für dein Glück, tust du es nicht, wirst du Gangster wie ich. Jeder Tag ist ein Test, heb deine Faust, schau jetzt nach vorn und dann leb deinen Traum. Schau nicht zurück, kämpf für dein Glück, tust du es nicht, wirst du Gangster wie ich. Ich bin einsam, deshalb suche ich den Weg. Ich blick hoch zum Himmel und schick Gott ein Gebet. Denn es ist nicht zu spät, es gibt viele schöne Sachen. Viele schöne Sachen, die dein Leben besser machen. Du kannst so vieles schaffen.
Jeder Tag ist ein Kampf. Die Sonne scheint, geh los und zeig, was du kannst. Jeder Mensch hat einen Plan vom glücklichen Leben. Halt fest an einem Traum und du wirst glücklicher leben. Du wirst glücklicher gehen. Denn bald ist es zu spät. Leider kommt doch der Tag, an dem du gehst. Also kämpf für deinen Traum und gib niemals auf. Das Leben, es ist hart, doch es nimmt seinen Lauf. Bleib stehst du selbst, auch wenn's anderen nicht gefällt. Du bekommst nichts geschenkt, also schenk es dir selbst. Ich hab auch einen Traum, doch auch ich such den Sinn. Deshalb schließ ich meine Augen und ich gleite mit dem Wind. Jeder Tag ist ein Test,